Rayquaza ist ein legendäres Pokémon mit den Typen Drache und Flug. Er existiert seit der dritten Spielgeneration und ferner ist es zusammen mit Kyogre und Groudon das Trio der Wetterlegenden. Seit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir ist es zudem in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu vollführen. Rayquaza tritt hauptsächlich in der Farbe Grün auf. Sein Körperbau ähnelt dem eines chinesischen Drachen, wobei der Leib länglich ist und an eine Schlange erinnern lässt. Er ist in 10 einzelne Segmente eingeteilt. Das vorderste stellt einen langen Hals dar, welcher den Kopf trägt. Dieser besteht aus 2 langen Ohren, 2 schwarzen Augen mit gelber Iris und einem riesigen Maul. Links und rechts davon ist hier ein langes Ohr und ein langer abstehender Stachel nach unten zu sehen, welcher vermutlich ein Barthaar darstellt. Auf der Rückenseite befindet sich ein gelbes Linienmuster. Das zweite Segment trägt die kurzen, schlanken Arme, welche hier eine Hand mit 3 Fingern an den Enden besitzen. Auf der Rückseite ist ein flossenartiger Vorsprung zu sehen, der am Rand rot gefärbt ist. Links und rechts daneben wird die Haut von einer langen roten Linie verziert. Das dritte Segment besitzt ausschließlich ein Muster aus gelben Ovalen, die durch eine Linie verbunden sind. Auf dieselbe Weise erscheinen auch das 5., das 7. und das 9. Segment. Das 4., das 6. und das 8. Segment sind ebenfalls einander identisch aufgebaut. So haben sie jeweils 4 trapezförmige flossenartige Vorsprünge, wie jenes, welches am Rücken zwischen den Armen zu sehen ist. Das hinterste Segment, welches den Schwanz darstellt, ist flach und dreieckig mit rotem Rand. In der Mitte ist das Dreieck durch einen Stachel gespalten, welcher über dieses Dreieck hinausragt. Bei der Mega-Entwicklung wird die grüne Farbe metallisch, die trapezförmigen Flossen bekommen die Form von kleinen Flügeln und das gelbe Kreismuster wird schwarz und rot. Aus der Flosse am Rücken zwischen den Armen entstehen 2 Flügel, die 2 Stacheln neben dem Gesicht werden zu flachen, breiten Konstrukten, die einen Bart ähneln und zu einer goldenen Spitze verlaufen. Und der Körper des Pokémon wird von zahlreichen langen, gelblichen Bändern geschmückt. Zwei schlichte, welche kurz vor dem Schleifende wachsen, 2 goldene an den Enden der Ohren und 2 ebenso goldene, welche zusätzlich ein grünes Ende besitzen, die dem Schweifende der Normalform gleichen und ihren Ursprung im goldenen Bart haben. In seiner Shiny-Form sind sowohl Rayquaza als auch Mega Rayquaza schwarz statt grün. Wie die meisten legendären Pokémon ist auch Rayquaza mit einer Summe der artenspezifischen Stärken von 680 oder 780 in seiner Megaform überdurchschnittlich stark. Sowohl spezielle als auch physische Attacken meistert es mit großem Geschick und richtet mit Drachenattacken wie Wutanfall oder Drachenpuls großen Schaden an oder greift seine Feinde mit Flugattacken wie Fliegen oder seine Spezialattacke Zenitstürmer an. Auch beherrscht es einige Attacken anderer Typen und ist so beispielsweise in der Lage, die Normalattacke Hyperstrahl oder die Unlichtattacke Knirsche einzusetzen. Um seine Aufgabe zu erfüllen, die darin besteht, den Krieg der Wetterlegenden zu beenden, nutzt Rayquaza seine Spezialfähigkeit Klimaschutz, welche Wetterveränderungen verhindert und somit Kyogre und Groudons Kampf zwischen Regen und Hitze stoppt. Auch die Fähigkeit Delta Wind, die ebenfalls eine exklusive Spezialfähigkeit Rayquazas ist, welche es mit seiner Mega-Entwicklung erhält, verändert das Wetter, indem es einen Wind erzeugt. Dies kommt dem Himmelhoch-Pokémon zugute, da dieser das Flug-Pokémon vor sehr effektiven Attacken schützt. Rayquaza lebte hunderte Millionen Jahre über den Wolken in der Ozonschicht. Steht man auf dem Boden der Erdoberfläche, so kann man das Pokémon nicht sehen und da es auch äußerst selten zur Erde hinabstieg, war seine Existenz lange unbekannt. Zu Urzeiten durchflossen den Planeten schier grenzenlose Vorräte an Naturenergie. Proto-Groudon und Proto-Kyogre lieferten sich in der Höhenregion im Streit um diese Energie immer wieder erbitterte Kämpfe.
Die Menschen waren angesichts der gewaltigen Kraft der beiden Pokémon in ihrer Protoform völlig machtlos. Es blieb ihr nichts übrig, als abzuwarten und zu hoffen, dass die Schrecken bald ein Ende nehmen würden. Zur gleichen Zeit stürzten unzählige Meteore auf die Hirnregion herab. Sie schlugen in die Wasserfälle einer Gegend ein, in der ein Volk von Drachen-Pokémon-Trainern lebte, die sich seit diesem Zeitpunkt selbst als Meteoraner und die Wasserfälle als Meteorfälle bezeichneten. Die Meteoriten strahlten in allen Farben des Regenbogens, als seien sie zum Leben erwacht, und ein in smaragdgrünes Licht gehülltes Rayquaza stieg vom Himmel herab. Es schien, als würde es von Licht der Meteoriten magisch angezogen werden. Rayquaza zwang die beiden Pokémon trotz ihrer Protoform nieder und gab so dem Planeten den Frieden zurück. Die Bewohner Hoenn feiert Rayquaza fortan als ihren Weltenretter. 1000 Jahre später fiel ein weiterer Meteorit aus dem All auf unseren Planeten herab. Er war deutlich größer als seine Vorgänger und bohrte beim Aufprall mit seiner Masse ein gewaltiges Loch ins Meer und den Moorast im Osten der Hoenn-Region. Dieser gigantische Krater wird später unter dem Namen Xernobyl bekannt sein. Der Aufprall hatte aber Risse in den Boden Hoenns getrieben, aus denen nun die Naturenergie entströmte, die tief unter der Erde gespeichert war. Diese Energie erweckte Proto-Grodor und Proto-Kyogre erneut aus ihrem Schlaf und beide begannen zu kämpfen. Die Menschen sehnten sich nach einem Retter und erinnerten sich an die Ereignisse von vor 1000 Jahren, als das ins smaragdgrünes Licht gehüllte Pokémon erschienen war. Der Meteorit, der inmitten des heutigen Xernobyl eingeschlagen war, begann in leuchtend hellen Farben zu strahlen und sein Anblick glich einem gigantischen Schlüsselstein. Ein weiteres Mal schoss Rayquaza vom Himmel herab. Es hatte das Flehen der Leute erhört. Diese waren ihm sehr dankbar und legten noch größere Hoffnung in das Pokémon. Daraufhin vollzog Rayquaza die erste Mega-Entwicklung der Geschichte. Rayquazas Verwandlung war nicht nur eine Reaktion auf das regenbogenfarbene Leuchten des Meteoriten, sondern auch auf die Hoffnung der Menschen. Es stellte sich erneut zwischen Proto-Grodon und Proto-Kyogre. Als sein gülden leuchtender Bart am Himmel glänzte, erhellte ein smaragdgrünes Licht die Umgebung und es zog ein stürmischer Wind auf. Das Licht und sein Delta-Wind beraubten Proto-Grodon und Proto-Kyogre ihrer urzeitlichen Kräfte, sodass sich die beiden Pokémon wieder ins Erdreich bzw. ins Meer zum Schlafen zurückzogen. Nachdem Rayquaza dies gesehen hatte, nahm es wieder seine ursprüngliche Gestalt an und verschwand am Himmel. Azet, ein unsterblicher antiker König der Kalos-Region, wurde Zeuge dieses Schauspiels. Seine Worte wurden unter den Meteoranern wie folgt überliefert. Delta, du kamst geboren aus der Not des Planeten. Die Hoffnung und die Zuversicht der Menschen verbanden dich mit uns und riefen dich in diese Welt, deren Not du in Frieden verwandelst. Die Meteoraner errichteten zum Gedenken an dieses Geschehenes einen gewaltigen Turm in Form des Buchstaben Deltas im Süden Hoenns, um ihrem himmlischen Retter näher zu sein. Dies war ihre Art, Rayquaza und dem regenbogenfarbenen Gestein der Quelle seiner Kraft Tribut zu zollen. Der Turm bekam später den Namen Himmelturm und auf dessen Spitze ist ein Drachenbeschwörungsaltar errichtet worden, auf dem Rayquaza wieder gerufen werden kann, wenn die Menschheit Hoenns in Gefahr ist. Die Nachfahren der Meteoraner, darunter auch Amalia, sollten die Geschichte rund um die Heldentat Rayquazas, die sie mit eigenen Augen beobachtet hatten, erfahren. Aus diesem Grund fertigten sie zwei gigantische Wandbilder, einmal in der Granithöhle und einmal auf der Trägersäule des Himmelturms, an. Es folgten 1000 Jahre des Friedens. Aufgrund des zyklischen Verlaufs der vergangenen Desasters ahnten die Meteoraner, dass irgendwann ein weiterer Meteorit auf den Planeten herabstürzen würde. Sie prophezeiten, dass dieser Meteorit doppelt so groß sein wird wie der vorherige und im Aufprall den gesamten Planeten vernichten würde. Während des Spielverlaufs beschwören daher der Protagonist und die aktuelle Geheimnishüterin der Meteoraner, Amalia Rayquaza, dass in seiner mega entwickelten Form den gigantischen Meteoriten mit der Attacke Zenith-Stürmer zerschmettert. Im Kern dieses Meteoriten befand sich ein Deoxys. Mit diesem Pokémon steht Rayquaza in einer immanenten Fehde. Rayquaza vereitelt nämlich die in regelmäßigen Abständen stattfindenden Annexionsversuche dieses galaktischen Pokémon, während es in der Ozonschicht der Erde lebt. Dort ernährt sich Rayquaza von Wasser und Partikeln aus der Atmosphäre. Es besitzt ein Organ in seinem Körper, das Delta-Organ genannt wird und dieselbe Kraft wie ein Megastein besitzt.
Die kleinen Meteore, die Rayquaza in der Stratosphäre zu sich nimmt, werden vom Delta-Organ mit der körpereigenen Energie von Rayquaza vermengt, wodurch die gleiche Kraft wie bei einem Megastein erzeugt wird. Aus den langen Barthaaren, die aus Mega-Rayquazas Kiefer wachsen, strömen Partikel. Diese regeln die Dichte und die Feuchtigkeit der Luft und ermöglichen es ihm, das Wetter zu manipulieren. Seine grüne Haut erstrahlt dann in seinem smaragden Licht. Dabei hat Rayquaza wie die meisten legendären Pokémon keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Allerdings ist es ihm seit der 6. Spielgeneration möglich, eine Mega-Entwicklung zu vollführen, wenn es die Attacke Zenit-Stürmer beherrscht und keinen Z-Kristall bei sich trägt. Und zu seiner Typenkombination ist es in seiner normalen Form immun gegen Bodenattacken, Viertelschaden gegen Pflanzenattacken, halben Schaden gegen Kampf-, Käfer-, Feuer- und Wasserattacken, doppelten Schaden gegen Gesteins-, Drachen-, Feeattacken und vierfachen Schaden gegen Eisattacken. In seiner Mega-Form, wo er die Fähigkeit Delta-Wind hat, ist die Effektivität gegen den Typ Flug aufgehoben. Das heißt, es ist weiter immun gegen Bodenattacken, nimmt weiteren Viertelschaden gegen Pflanzenattacken, nimmt halben Schaden gegen Kampf, Gehör, Feuer, Wasser und Elektroschaden. Dafür aber auch nur noch Eisdrache und Feeattacken nehmen, machen doppelten Schaden und nichts macht vierfachen Schaden. Alle weiteren nicht genannten Attacken machen normalen, einfachen Schaden.